Ein Goldjunge, edle Steine und Zukunftspläne mit Substanz. Das sind die heutigen Themen bei HWK TV. Und damit herzlich willkommen beim Handwerk. Wir schreiben den 8. August 1960, als ein junger Handwerker zum Goldjungen wird. In Rom finden die Olympischen Sommerspiele statt und an diesem Tag geht es für die 4x100-Meter-Staffel an den Start. Erster Läufer der deutschen Mannschaft ist Bernd Kuhlmann. Das ist Bernd Kuhlmann heute, ein Olympiasieger und Handwerksmeister, der für seine sportliche Karriere vor über 40 Jahren die handwerkliche Laufbahn unterbrach, sie aber nie aus den Augen verlor. Kuhlmann ist Edelsteinschleifermeister und führt damit eine Familientradition in der dritten Generation fort. Ein Meistertitel, der ihm wichtig ist. Doch natürlich erinnert er sich auch gerne zurück an jenen unvergesslichen Augenblick, als er olympisches Gold holte und das in neuer Weltrekordzeit. Es ist so, dass man im Leben andere Prioritäten dann hat nach so langer Zeit, aber man trifft seine alten Freunde wieder, Armin Harry und Walter Mahlendorf und Martin Lauer. Wir sehen uns hin und wieder mal und dann kommt das wieder hoch und es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Doch nicht nur sportlich hat Bernd Kuhlmann das oberste Treppchen des Podestes erklommen. Auch als Handwerker hat er markante Spuren hinterlassen. Mein Lehrer in der Schule hat wohl den Ehrgeiz in mir entdeckt, der zum Sport geführt hat, der mich zu sportlichen Höchstleistungen geführt hat. Und er hat es verstanden, mein Ehrgeiz auch ins Handwerk hinein zu transportieren. Und ich denke, das ist ihm ganz gut gelungen. Und ich habe, je älter ich wurde, immer mehr Freude am Handwerk gehabt und an meinen Dingen, die ich tue, und wollte auch immer perfekt sein. Die teuersten Objekte, die ich so gemacht habe hier, weil ich als Schleifer einen ganz guten Namen hatte, und dann haben große Firmen in Idar-Oberstein mir ganz, ganz teure Steine anvertraut, die ich dann geschliffen habe. Teilweise wollen diese Firmen das gar nicht, dass man darüber spricht, so verrückt das klingt, aber die Steine haben nicht mir gehört, sondern es war ein Lohnauftrag und es waren Steine. Ich kann schon sagen, dass es weit über 200.000-300.000 Euro ging. Man hat eine unglaubliche Konzentration dann. Man ist ein paar Tage mit diesem Objekt beschäftigt. Man stellt das Telefon ab, man wird abgeschirmt, man ist total für sich. Und das Einzige, was dann öfter mal gewechselt wird, ist das Hemd, weil man schon eine gewisse Anspannung und Angst ist das falsche Wort, aber eine unglaubliche Anspannung ist schon da. Ja. Das einmalige Erlebnis Olympiasieg hat den einen Handwerker aus Idar-Oberstein in die Geschichtsbücher gebracht. Um ein einmaliges Erlebnis und einen ungewöhnlichen Auftrag geht es im nächsten Beitrag. Hinter dem auch ein Handwerksmeister aus Idar-Oberstein steht. Michael Poister ist Edelsteingraveurmeister. Was seine Arbeit und die von Schleifermeister Bernd Kuhlmann in erster Linie verbindet, sind die edlen Steine, die sie unter ihre Fittiche nehmen. Ein weiteres Kriterium ist die Kreativität und ein gutes Auge. Das war auch gefragt, als Michael Poister seinen Spezialauftrag für das thailändische Königshaus umsetzte. Also der ist über Umwege gekommen, der Auftrag. Zuerst hatten wir eine hiesige Firma, die mit dem Königshaus schon Kontakt hatte, haben bei uns Porträtkamelen bestellt. Und diese Porträtkamelen, das ist eine unserer Spezialitäten. Wir haben dann Fotos bekommen und haben dann dem König seine Kinder, den König selber, die Prinzessin und die Mutter graviert. Und diese Kamelen wurden ihm dann als Geschenk überreicht. Und dann wurde halt angefragt, ob wir im Porträtbereich, weil wir, die haben die sehr gut getroffen, ob wir auch andere Sachen machen könnten, zum Beispiel, weil wir auch plastische Arbeiten machen. Vielleicht haben sie gemeint, so 20 Zentimeter großen Bergkristallkopf oder irgend sowas in der Größenordnung. Und das sagte ich, natürlich können wir das machen. Ja, und dann ist das immer weitergegangen. Aus den 30 Zentimeter wurden 1 Meter und hinterher waren wir dann bei 1,80 Meter. Ja. Also das war dann 20% überlebensgroß. Wir arbeiten auch für zum Beispiel Oman, für Königshaus oder Bahrain, Abu Dhabi, überall eigentlich. Ja. Auch nach England und dann nach Japan ins Königshaus. Wir haben schon überall hingeliefert. Sein Unternehmen gründete Michael Poister 1991. Seitdem hat sich der Betrieb beachtlich entwickelt, kommen Aufträge aus aller Welt. Auch beim Thema Ausbildung hat der Handwerksmeister nachgelegt und arbeitet heute mit 2 Lehrlingen zusammen, die bei ihm das Edelsteingraveurhandwerk erlernen.
Ich bin jetzt seit 2 Monaten hier und habe schon einiges hier machen können. Viel gelernt. Es macht einfach nur Spaß, weil es halt mit meinem Lieblingshobby im Zeichnen zu tun hat. Brauche ein ruhiges Händchen, viel Geduld. Ja, und das habe ich. Um Ausbildung geht es auch in unserem letzten Beitrag aus Herstein. Mit dem Berufsbildungszentrum in Herstein ist die Handwerkskammer Koblenz im Nahraum vertreten und bietet hier Ausbildung und Weiterbildung sowie Beratung in der Fläche an. Das Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege, ebenfalls in Herstein, bietet hier als Spezialeinrichtung ein umfangreiches Know-how rund um die Sanierung und Restaurierung sowie Denkmalpflege an. Und das berufsübergreifend. Mit dem dezentralen Aufbau und Betrieb von Berufsbildungszentren kommt die Handwerkskammer Koblenz Handwerkern und Lehrlingen gerade auch im ländlichen Raum entgegen. Es sind kurze Wege, die auch diesen Jugendlichen in der Ausbildung zugutekommen. Infos rund um das Thema Ausbildung gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz. Telefon 0261 398 323 oder online unter www.hwk-koblenz.de. Hier gibt es auch eine ausführliche Lehrstellenbörse mit aktuell 364 freien Ausbildungsplätzen. Stichwort Internet. Hier gibt es unter www.hwk-tv.de eine Videothek unserer Sendungen HWK TV. So, und nun geht es weiter im Programm von TV Mittelrhein.